Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung kann nach der Mittagspause jetzt weitergehen. Noch eingegangene und an ihren Plätzen verteilt. Darf ich vielleicht um etwas Ruhe bitten? Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Panama Papers belegen Notwendigkeit weiterer nationaler und internationaler Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Drucksache 19/3306. Die Dringlichkeit wird bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 59 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 42 zu diesem Thema aufgerufen werden. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Handels- und Investitionsschutzabkommen CETA im Bundesrat und Bundestag ablehnen, Drucksache 19/3307. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht, und der Antrag wird Tagesordnungspunkt 60. Die Redezeit beträgt 5 Minuten pro Fraktion. Kolleginnen und Kollegen, ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 42, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Konsequenzen aus den Panama Papers ziehen, Steuerehrlichkeit und Steuergerechtigkeit herstellen, 19/3280, zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 59, den wir gerade auf die Tagesordnung genommen haben. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und erster Redner ist Kollege van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Oh, wie schön ist Panama! War nicht nur die abgegriffene Überschrift in zahlreichen Medien über den Artikel zu den heutigen behandelten Panama Papers. Es war natürlich auch der Titel eines Kinderbuches, in dem sich Tiger und Bär auf den Weg in ihr Traumland Panama begeben haben. Panama klingt sowohl in den Überschriften als auch in dem Kinderbuch vor allem wie ein Ort, der weit weg ist, jedenfalls so weit, dass er nicht als Zuhause gilt. Was die Überschriften der Zeitungen und Online-Medien angeht, hat das den für deutsche Finanzminister angenehmen Vorteil, dass die anderen schuld daran sind, wenn Schwarzgeld gewaschen und Steuern hinterzogen werden. Es lohnt sich aber, wie gesagt, das Kinderbuch weiterzulesen. Und so wie das Bär und Tiger im Kinderbuch ergeht, kann man auch die Geschichte der Panama Papers erzählen. Ein bisschen Panama gibt es auch hier. Oder wie es der Autor Janosch vor einigen Jahren der Frankfurter Rundschau sagte, jeder lebt schon immer im Paradies, hat es nur nicht gewusst. In unserem Fall im Steuerparadies. Wobei es einige ja wohl schon gewusst haben. Der hessische Finanzminister beispielsweise erklärt etwa kürzlich, der Steuerbetrug mit Hilfe von Briefkastenfirmen im Ausland ist uns selbstverständlich nicht erst seit der Veröffentlichung der Panama Papers bekannt. Und in der Tat sind die Panama Papers nichts gänzlich Neues. In den letzten Jahren konnte man sich schon fast daran gewöhnen, von der Liechtensteiner Steueraffäre, die sogenannten Offshore Leaks, die Luxemburg Leaks, die Swiss Leaks, bis jetzt zu den Panama Papers. Immer wieder wird deutlich, dass, wie es der Finanzminister Dr. Schäfer sagte, der Steuerbetrug mit Auslandsbezug weiterhin ein entschlossenes und konzentriertes Vorgehen von Staat und Gesellschaft erfordert. So auch in Ihrem jetzt vorgelegten neuen Antrag für heute zur Abstimmung. Irgendwie muss etwas passieren. Nur frage ich mich so langsam, wann das eigentlich geschehen soll. Der Bundesfinanzminister ist im Moment auch wieder dabei, den eigentlichen Skandal auszusitzen. Denn das entscheidende Problem ist nicht, dass einige wenige mit besonders gewieften Methoden es schaffen, Steuern zu hinterziehen, Schwarzgeld zu waschen und ihr Vermögen geheim zu halten. Das Entscheidende ist,
dass dies seit Jahren und Jahrzehnten in Deutschland, ja eigentlich in ganz Europa, wohlwollend geduldet wird. So war es die rot-grüne Bundesregierung unter Finanzminister Eichel, der die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte, die Hedgefonds, das Casino insgesamt ermöglichte und jahrelang unter dem Druck der Bankenlobby verhinderte, dass die entstandene Lücke geschlossen wird. Allein durch diese Lücke bei den Cum-Ex-Geschäften gingen dem Fiskus etwa 12 Milliarden € an Einnahmen verloren. Oder nehmen Sie den Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, der während seiner Amtszeit als Luxemburger Premierminister seit 2002 komplizierte Steuerabkommen zwischen hunderten internationalen Konzernen und Luxemburg abgeschlossen hat. Dadurch wurden hunderte Milliarden Euro durch Luxemburg geschleust, und die Konzerne sparten in Millionen- und Milliardenhöhe. Solche Steuerabkommen gab es beispielsweise zwischen Luxemburg und Amazon, FedEx, IKEA, Pepsi, Procter & Gamble, Deutsche Bank und E.ON. Oh, wie schön ist Panama! Und in der Tat, mehr als ein Stück ist Deutschland auch wie Panama. Deutschland belegt beim Schattenfinanzindex 2015 Platz 8. Panama muss sich mit einem bescheidenen Platz 13 zufrieden geben. Auf Deutschland entfallen über 6 % des globalen Marktes für Offshore-Finanzdienstleistungen. Es ist ein sicherer Hafen für die gestohlenen Reichtümer von Diktatoren, Steuerfluchtgeldern und Mafiavermögen aus aller Welt. Und in Hessen regiert mit der CDU eine Partei, die ihren Wahlkampf einst mit Schwarzgeld finanzierte. Erinnert sei daran, dass der Bundesfinanzminister damals 100.000 D-Mark in bar von einem Waffenschieber angenommen hat. Und wenn uns nun wieder einmal die gleichen Akteure, die seit Jahren und Jahrzehnten Steuerhinterziehung dulden und zum Teil sogar fördern, dass jetzt endlich etwas geschehen muss, dann ist das langsam, aber sicher lächerlich. Das Maßnahmenpaket von Herrn Schäuble aus seinem 10-Punkte-Plan etwa enthält lediglich Maßnahmen, die entweder bereits seit Jahren angekündigt oder vereinbart sind, aber immer noch nicht umgesetzt werden, sowie Maßnahmen, die von anderen durchgeführt werden sollen, oder aber Vorschläge, die so unkonkret sind, dass wir noch lange gespannt sein dürfen, was überhaupt sich dahinter verbirgt. Statt diesem Zögern und Zaudern, ja statt diesem Aussitzen, fordere ich einige ganz konkrete Schritte. Zum einen will ich, dass die Hessische Landesregierung endlich die Forderung der Deutschen Steuergewerkschaft nachkommt und die personelle Ausstattung der Steuerbehörden verbessert, und zwar konsequent. Es kann nicht angehen, dass wir immer wieder sehen, dass Banken und Konzerne den Steuerbehörden personell schlicht so weit überlegen sind, dass diese gar keine Chance haben, deren Steuertricks zu durchschauen und Steuerhinterziehung konsequent zu verfolgen. Zum anderen will ich aber auch, dass wir endlich wieder dazu kommen, dass die großen Vermögen, die hier immer wieder eine Rolle spielen, als Vermögen überhaupt wieder besteuert werden. Denn die Geschäfte, über die wir hier reden, sind nicht die Geschäfte von Kleinsparern oder von Menschen, die es durch Talent und Leistung zu Vermögen gebracht haben. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzt, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland noch viel größer ist als bisher angenommen. Demnach besitzen die reichsten 10 % der Bevölkerung zwischen 63 und 74 % des Vermögens, das reichste Prozent der Deutschen rund ein Drittel der Privatvermögen und die reichsten 0,1 % rund 15 % der Vermögen. Diese Reichen und Superreichen sind es, die wir endlich wieder durch eine Vermögensteuer dazu heranziehen müssen, sich an der Finanzierung des Gemeinwesens zu beteiligen. Und unter Ihnen
dürften auch diejenigen sein, die einen großen Teil der Schäden verursachen, die durch Steuerhinterziehung und sogenannte Steueroptimierung entstehen. Denn normale Angestellte und kleine Unternehmen haben überhaupt nicht die Möglichkeit für diese Art der Kriminalität. Und hier ist klar, dass Steuerehrlichkeit und Steuergerechtigkeit zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Deshalb ist es Zeit zu handeln, und zwar schnell und sehr konkret. Allerdings fürchte ich, dass sowohl Schwarz-Grün in Hessen als auch die Große Koalition nicht willens sind, etwas wirklich Grundsätzliches gegen Steuerflüchtlinge zu tun. Schließlich handelt es sich ja nicht um richtige Flüchtlinge. Gegen die hat man sicherlich schon längst irgendwas in der Tasche oder hätte dagegen etwas unternommen. Ein Hinweis sei mir noch gestattet, Herr Minister Schäfer. Wenn Sie in der gestrigen FAZ betonen, dass Sie alle Steuerbetrüger fassen werden, dann sollte in der Ausbildung von Steuerbeamten der Satz von Karl Marx erkenntnisleitend vermittelt werden. Und der heißt, das Kapital hat einen Horror von Abwesenheit von Profit oder sehr kleinen Profit, wie die Natur vor der Leere. Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn, 10% sicher, und man kann es überall anwenden. 20%, es wird lebhaft. 50% positiv und waghalsig. Für 100% stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß. 300% und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Als nächstes spricht Kollegin Arnold, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr van Ooyen, Sie haben eben gerade gesagt, es sei lächerlich, die Bemühungen der Finanzminister in diesem Bereich. Wissen Sie, was lächerlich ist? Dass Ihr Antrag überhaupt nicht die Vorgaben unserer Geschäftsordnung erfüllt. Ist Ihnen das aufgefallen? Das ist nämlich beispielsweise auch lächerlich. Nämlich, es fehlt nach § 27 Absatz 2 der Hinweis, was wir hier eigentlich beschließen sollen. Also das zum Thema lächerlich. Also von daher reicht schon dieser Formfehler für eine Ablehnung, aber auch die von Ihnen vorgebrachten Argumente lassen uns zu keinem anderen Ergebnis als zur Ablehnung kommen. Sie haben es erwähnt, Frau Wissler, jetzt bin ich dran, Sie sind gleich dran. Oh, wie schön ist Panama, das Kinderbuch, die Geschichte von dem kleinen Bären und dem kleinen Tiger, die nach Panama reisen wollen, weil es dort ja eigentlich so viel schöner ist. Sie stellen fest, dass sie über Umwegen wieder zu Hause ankommen und dass sie dort überaus glücklich und zufrieden sind und es sich lohnt, dort zu leben. Wie passt das zum vorliegenden Sachverhalt? Recht gut. Denn genau da wollen wir hin. Wir wollen erreichen, dass Unternehmer, Investoren und Vermögende sich darauf zurückbesinnen, wo sie herkommen, und erkennen, dass ihre Heimat viel schöner ist als ein Ziel, das laut Aussage des kleinen Bären so sehr erstrebenswert sein soll. Und dass hierzu auch gehört, und das möchte ich besonders betonen, sich fair an der Finanzierung des so schönen Gemeinwesens zu beteiligen. Und die Frage, die uns dabei beschäftigen sollte, ist, wie kommen wir dahin? Wie vermeiden und bekämpfen wir Steuerflucht und Steuerhinterziehung in Deutschland? Und da komme ich bereits an den Punkt, Kollege van Ooyen, an dem ich Ihr eben vorgetragenes Märchen etwas entzaubern muss. Ihre kleine Wunschliste an die Landesregierung, die Sie uns da vorlegen, hat aus unserer Sicht rein gar nichts mit dem zentralen Problem zu tun. Lassen Sie mich einen Blick darauf richten, wo wir schon erfolgreich auf dem Weg sind. Erstens haben wir im Rahmen des Fünf-Punkte-Programms zur verstärkten Bekämpfung der Steuer- und Wirtschaftskriminalität im Bereich der Betriebsprüfer und der Steuerfahnder insgesamt
105 zusätzliche Einstellungen in den letzten 3 Jahren vorgenommen. Seit 2005 wurde der Bereich der Betriebsprüfung bereits um gut 25% personell verstärkt. Und dank der guten und professionellen Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Steuerverwaltung konnten allein im Jahr 2014 5.986 Ermittlungsaufträge der Steuerfahndung erfolgreich abgeschlossen werden. Zweitens führten die durchgeführten Maßnahmen der Steuerfahndung im Jahr 2014 zu Steuermehreinnahmen von über 364 Millionen €. Und an diesem Punkt möchte ich ganz ausdrücklich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Finanzverwaltung, beim Zoll, bei der Staatsanwaltschaft und auch der hessischen Polizei sowie unserem Minister Dr. Thomas Schäfer zu diesem Erfolg gratulieren und mich im Namen unserer Fraktion für Ihren Einsatz bedanken. Unsere Steuerfahnder und Betriebsprüfer machen eine hervorragende Arbeit und sind unverzichtbar und direkt beteiligt am Erfolg bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung, und die Zahlen sprechen für sich. Drittens ist die Vermögenssteuer nicht nur aus unserer Sicht kein geeignetes Instrument für mehr Steuergerechtigkeit und schon gar kein Instrument, um Steuerflucht und Steuerhinterziehung in irgendeiner Form aufzuhalten oder zu bekämpfen. Dazu benötigt es etwas mehr als Ihre ständige Leier von der Vermögenssteuer, die, wie Sie ja auch wissen, bisher nicht verfassungskonform ist. Und Sie vergessen auch immer wieder dabei zu erwähnen, dass in Deutschland bereits mehr umverteilt wird als in fast allen OECD-Ländern und dass der Anteil der ärmsten 25% der Bevölkerung an den verfügbaren Einkommen in den vergangenen 20 Jahren annähernd stabil geblieben sind. Das vergessen Sie dabei in dem Zusammenhang. Und nun möchte ich zurückkommen zu dem eigentlichen Problem. Das Schlusszitat aus der auch von Ihnen zitierten Geschichte von dem kleinen Bären und dem Tiger, die nach Panama wollen, ist, wenn man einen Freund hat, braucht man sich vor nichts zu fürchten. Und wer hat denn diesen Freund? Die ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesem Land, die haben uns als Freund. Die haben hier in Deutschland und auch im Land Hessen viele Freunde. Dazu zähle ich unsere Fraktionen, unseren Finanzminister und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der hessischen Finanzverwaltung, die brauchen nichts zu fürchten. Und das gilt für uns auch selbstverständlich für alle ehrlichen Unternehmer, auch wenn sie international tätig sind, und auch für in Panama tätige, ehrliche und faire Unternehmungen. Wir stellen niemanden unter Generalverdacht. Jedoch müssen sich diejenigen fürchten, die nicht zuletzt durch die Veröffentlichung der Panama Papers nun identifiziert und auch strafrechtlich mit allen Konsequenzen zu verfolgen sind. Steuerhinterziehung ist eine Straftat und muss bekämpft werden. Jeder einzelne Steuerhinterzieher schädigt das Gemeinwesen und hat somit jedes Verständnis unsererseits verwirkt. Und wer die Vorzüge des Rechts- und Sozialstaates genießt und daraus privaten oder unternehmerischen Nutzen zieht, der muss auch dafür die vorgeschriebenen Steuern entrichten, meine lieben Kollegen. Und wer feststellt, dass er jenseits von den Panama Papers einen Fehler begangen hat, der sollte diesen Fehler schnellstmöglich korrigieren und sich ehrlich machen. Übrigens, eine strafbefreiende Selbstanzeige ist nicht mehr möglich, sobald Finanzbehörden Hinweise auf konkrete Sachverhalte vorliegen, also bei Verfehlungen möglichst schnell reinen Tisch machen und nicht darauf hoffen, dass man nicht erwischt wird, dann schläft es sich auch gleich viel ruhiger. Die Bekämpfung der Steuerkriminalität in Hessen und in Deutschland sehen wir in guten Händen, und das wird nicht ausgesessen, Herr van Ooyen.
Wir begrüßen ausdrücklich die Bemühungen der Landes- und auch der Bundesregierung sowie der Beteiligten in den Behörden. Das hessische Fünf-Punkte-Programm und auch das von Dr. Schäuble vorgestellte Zehn-Punkte-Programm sind aus unserer Sicht der richtige Weg, um Steuerhinterziehung, um aggressive Steuervermeidung und leichtfertige Steuerverkürzung zu bekämpfen. Hier wird nichts ausgesessen. Aber wir wissen auch, dass wir dieses Problem auf internationaler Ebene angehen müssen. Ein Staat allein kann dies nicht lösen. Eine Zusammenarbeit über die Grenzen von Nationalstaaten hinweg ist für uns unerlässlich. Deswegen sind wir davon überzeugt, dass die EU und auch die OECD beim Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuerflucht Schlüsselrollen einnehmen müssen. Wir benötigen ein hohes Maß an Transparenz, nicht zuletzt durch die Regelungen des automatischen Informationsaustauschs und durch die Einführung eines international vernetzten Registers für Unternehmenskonstruktionen einschließlich der Briefkastenfirmen. Und das wirksamste Mittel gegen Steuerhinterziehung ist nicht die Vermögenssteuer. Es sind scharfe gesetzliche Regelungen und eine konsequente Strafverfolgung, nicht nur auf nationaler, sondern besonders auf internationaler Ebene. Wir unterstützen daher unseren Bundesfinanzminister Dr. Schäuble dabei, Druck gegenüber den Staaten, die Steuerhinterziehung und Geldwäsche begünstigen, mithilfe seiner Kollegen der G7 und der G20-Staaten weiter aufzubauen. Und die von mir vorgetragenen Fakten zeigen deutlich, dass wir auf allen politischen Ebenen bereits auf dem richtigen Weg sind. Und die Forderungen der LINKEN braucht es dazu nicht. Und die Tatsache, dass bei den Briefkastenfirmen in Panama von 200.000 nur etwa 1.000 aus Deutschland kommen, untermauert auch noch einmal die Effektivität unserer Steuerverwaltung. Und wir in Hessen, wir leisten insbesondere mit unserer schlagkräftigen Steuerverwaltung einen wichtigen Beitrag bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung. Und ich finde, wir können stolz darauf sein, dass Hessen regelmäßig bei den Prüfungsquoten bei Großbetrieben bundesweit an der Spitze liegt. In diesem Sinne. Kollegin Arnold, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. In diesem Sinne rufe ich allen zu, lassen Sie sich nicht vom kleinen Bären irgendwelche Fantasiekonstrukte und Märchen auftischen. Bleiben Sie seriös. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Warnecke, SPD-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Briefkastenbesitzerinnen und Besitzer! Was findet meine Nachbarin, was findet mein Nachbar meist in den Briefkasten? Kein Geld, Rechnungen, Nachforderungen beispielsweise der Stadtwerke, Werbung, aber nicht das, um was wir uns hier heute unterhalten, nämlich Geld. Geld, das dort in diesen Briefkasten hineingelangt. Dazu bedarf es offenkundig einer Firma, obwohl andere darauf einen Anspruch haben. Andere wie die Bundesrepublik Deutschland. Und wir reden, Frau Arnold, jetzt über Fakten. Und zwar deshalb, ich darf mit Erlaubnis der Frau Präsidentin zitieren, dass ein Unternehmen namens Focus folgendermaßen beschreibt. Pauschalverdacht. Unternehmen und Privatpersonen nutzen Briefkastenfirmen oft, um Geldtransfers zu verschleiern, sofern das Geld bei mehreren Briefkastenfirmen angelegt ist. Kann nur schwer nachgewiesen werden, woher es stammt. Besonders Kriminelle nutzen solche Firmen, um ihre illegalen Einnahmen zu waschen. Für Unternehmen und Privatpersonen sind Briefkastenfirmen lukrativ, da Finanzämter kaum einen Überblick über sie haben. So lassen sich Steuern im großen Stil hinterziehen. Das Firmenkonstrukt an sich ist jedoch erst einmal nicht illegal. So weit, so gut. Über die Dimensionen, über die Herr van Ooyen hier berichtet hat, wird in dem Zusammenhang nicht geredet. Aber offenkundig liegt dem Ganzen ein Grundkonstrukt zugrunde, nämlich zu sagen, wie kann ich dem Staat zustehende Einnahmen
vermeiden oder möglicherweise sogar im Steuerbetrugsfall Einnahmen, die der Staat gar nicht bekommen hat, selber generieren. Warum führe ich das an, Herr van Ooyen? Aus einem einfachen Grund. Ich glaube, dass diese Cum-Ex-Geschäfte, über die hier in der Bundesrepublik Deutschland in großer Aufregung diskutiert wird, wenn man die richtig versteht, einen sachlogischen Zusammenhang haben, der seitens der Politik, vielleicht auch seitens so manchen Juristen nicht richtig betrachtet wird. Das Geschäft zielt ja offenkundig nicht darauf ab, mehrfach die Dividende, die einem zusteht, auszuzahlen, sondern nur die Steuerbegünstigung. Und jetzt müssen wir uns fragen, wer das Ganze abwickelt. Banken, meine Damen und Herren, Banken. Diese Banken haben nicht demjenigen, der in diesem schnellen Drehen des Aktienkaufes eigentlich auch eine Dividende kriegen müsste, die Dividende ausgezahlt, weil dann ja die Aktiengesellschaften gesagt hätten, Moment mal, das, was wir auf unserer Jahreshauptversammlung beschlossen haben, übersteigt ja ein Vielfaches dessen, was wir geplant haben, sondern es ging nur zulasten des Staates. Und jetzt gibt es, meine Damen und Herren, bedenken Sie einmal, was da an geistigem Potenzial verschenkt wird. Jetzt gibt es in Deutschland wie auch auf der ganzen Welt hochqualifizierte Leute, die sich damit beschäftigen, diesen sachlogischen Zusammenhang zu negieren und zu glauben, dass der Staat jemals die Absicht gehabt hat, Leuten, die keine Steuerbegünstigung kriegen sollten, Steuerbegünstigungen zu zahlen. Und das wird sogar von Banken unterstützt, indem die diesen sachlogischen Zusammenhang negieren. Sie hätten ja die Dividenden ausstreuen können wie die Weltmeister an die Aktionäre und hätten anschließend der Nachforderung von Mannesmann oder auch wem auch immer begegnen müssen, die gesagt hätten, Moment mal, das ist unser Geld, das hättet ihr gar nicht ausschütten dürfen. Deshalb sollten wir bei der Beurteilung vieler dieser Konstruktionen vielleicht einfach darüber nachdenken, wie die Nachbarin über einen Briefkasten und eine Briefkastenfirma nachdenkt und nicht, wie hochkomplizierte juristische Konstrukte entwickelt werden. In dem Zusammenhang ein weiterer Hinweis. Es geht ja nicht allein um Briefkastenfirmen. Es geht ja auch um Stiftungen. Wenn ich den sachlogischen Zusammenhang, den wiederum der Fokus formuliert hat, Fakten, Fakten, damit die Spur des Geldes verwischt wird, gründen die Briefkastenfirmen in einem weiteren Schritt Stiftungen. Dort landet schließlich das Geld, das der Treuegeber dem heimischen Fiskus oder anderen Behörden entziehen möchte. So versteckt er die Spur zu sich immer weiter. Für die Verwaltung der Stiftung sind dann ebenfalls Strohmänner zuständig. Das wird im Fokus in ein paar wenigen Sätzen skizziert. Und wir lassen uns in der Politik vorwerfen, dass wir diesen Zusammenhang nicht erkennen. Ja, jetzt können wir darüber diskutieren, dass manche Stiftung miteinander mit Briefkastenfirmen zusammenarbeitet und dass manches, was dann dort funktioniert oder nicht funktioniert, eigentlich gar nicht so gedacht hat. Wir können das alles diskutieren, aber wir müssen uns doch fragen, was ist der Sinn und der Zweck und wollen wir solche Konstruktionen überhaupt zulassen? Im Antrag der LINKEN ist dankenswerterweise auch aufgeführt die Frage, ob wir Banken da nicht die Lizenzen als Drehscheibe entziehen sollen. Ja, auch die SPD-Bundestagsfraktion ist dafür, und auf europäischer Ebene gibt es auch dazu eine klare Meinung des EU-Parlaments. Vielleicht ist das ein Druckmittel. Ein zweites Druckmittel sind offenkundig nicht anschließend irgendwelche Sanktionen in Form von Barmitteln, wie das so schön heißt, sondern Sanktionen in Form von Haftstrafen. Die Haftstrafe führt, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei dem einen oder anderen dann offenkundig zu der notwendigen Hirnklärung. Denn wir reden eigentlich über etwas ganz anderes. Wir reden, wie übrigens von meinen beiden Vorrednerinnen und Vorrednern angesprochen wurde, eigentlich um das Fundament unserer Gesellschaft. Da geht es nicht immer um Legalität, über die ich zu den Cum-Ex-Geschäften schon etwas gesagt habe, sondern um die Legitimität. Wie kann man überhaupt auf solche Ideen kommen? Nicht auf die Idee, mit einem Produkt etwas Vernünftiges produziert zu haben, dafür einen ordentlichen Preis und einen ordentlichen Gewinn zu erzielen, sondern in irgendwelchen Sphären, im wahrsten Sinne des Wortes, sich Geld zuzuordnen. Vielleicht noch eins, wie kindlich das zugleich zugeht. Merken Sie daran, dass diese Briefkastenfirmen dann z.B. Winnie Pooh heißen oder Harry Potter oder Azkaban. Was ist das eigentlich für eine infantile Bande, die sich da als die Elite geriert? Meine Damen und Herren, und da wir auch mit der Frage befasst sind, ist das denn so neu? Ist das denn eine Frage, die man von heute auf morgen abschaffen kann? Das Letzte sicherlich weniger, weil der Fantasie wenig Grenzen gesetzt sind. Aber umgekehrt, ich darf einmal zitieren, mit der Zunahme seines Einflusses benutzt das Finanzkapital die Staatsmacht zur Beherrschung auswärtiger Gebiete als Absatzmärkte, Rohstoffquellen und Stätten für Kapitalanlagen. Heidelberger Programm der SPD vor nunmehr 90 Jahren. Und weiter heißt es,
Weiterbildung der Einkommen-, Vermögens- und Erbschaftssteuer, gleichmäßige und einheitliche Steuerveranlagung mit Offenlegung der Steuerlisten, wirksame Verfolgung der Steuerhinterziehung, insbesondere durch obligatorische Buch- und Betriebsprüfung. Deshalb werden wir auch dem Antrag der LINKEN zustimmen. Allerdings gleich anmerken, dass die 1250 Stellen, von denen Sie da reden, natürlich sehr sportlich sind, Herr von Ooyen, und auch nicht mehr in dieser Legislaturperiode in irgendeiner Form zu verwirklichen sein werden, sondern man damit eine Zielbeschreibung vornimmt, aber auch nicht mehr. Nicht, dass es nachher heißt, wir hätten zugestimmt und jetzt müssten in den nächsten zwei Jahren die Stellen her. Das ist eine Zielbeschreibung. Was wollen wir damit zum Ausdruck bringen, liebe Kolleginnen und Kollegen? Das Thema wird uns weiterhin begleiten, weil offenkundig viel Intelligenz von Menschen da reingesteckt wird, etwas zu tun, was hier keiner, ich habe jedenfalls niemanden gehört, als legitim erachtet. Und diese kriminelle Energie, die dahinter steckt, dieser kriminellen Energie gilt es, strafrechtlich und staatlich zu begegnen. Das müssen wir auch auf europäischer Ebene tun. Und ich darf vielleicht eine Anmerkung machen, die jetzt im Zusammenhang mit der Diskussion, die wir auch haben, um den Plan in Großbritannien eine Volksabstimmung durchzuführen. Das mag auch nicht klug gewesen sein, Großbritannien damit zu locken, dass sie zukünftig in der EU über die Finanz- und Steuerpolitik mitbestimmen soll, die den Euroraum betrifft. Nur mal so als kleinen Hinweis. Sondern die EU in ihrem Euroraum sollte dort vorangehen. Wir sind ein so großer Wirtschaftsraum, dass wir in der Tat in der Lage sind, das eine oder andere zu bekämpfen. Und damit Sie nicht glauben, dass das nur ein Problem des Auslandes ist, von, wie man ja auch gehört hat, armen Ländern, die sich einer zusätzlichen Einnahmequelle bedienen. Es gibt in den USA den Staat Delaware, der offenkundig mit 200.000 Briefkastenfirmen und rund 900 Millionen Einnahmen, die sie daraus generieren, ein Viertel seiner Staatseinnahmen als Bundesstaat bekommt. Das ist ein kleiner Staat, der geguckt hat, wie hat man denn die Möglichkeit, bei sich, wo man nichts ansiedeln kann, zu Geld zu kommen. Ich würde das Panama auch nicht unbedingt vorwerfen. Diejenigen, die dort agieren, sind ja nicht die Panamesen. So viele reiche Diktatoren, Oligarchen und so weiter kann es in diesem armen Land gar nicht geben. Gibt es eher in Russland, wo ein kompetenter, hochangesehener Geiger auf einmal 2 Milliarden von der Bank als Kredit bekommt, um da seine Spielchen mitzumachen. Sehr erstaunlich, um da irgendwelches Kulturgut zu kaufen. Aber wir haben dieses Thema vor der Haustür. Und die Zahl, die hier angeführt wurde, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir vielleicht aus einem anderen Blickwinkel sehen. Die in Panama jetzt in Rede stehende Kanzlei, Agentur, ist nur die viertgrößte auf dem Markt. Soweit ich weiß, orientiert sich Hessen immer an Stelle 1 und 2, orientiert sich zumindest. Und vielleicht wäre es ja angemessen, bei diesen entsprechenden Kanzleien einmal nachzuschauen. Möglicherweise würde sich aufgrund der Attraktivität der anderen Unternehmen dort mehr an Kapital- und Briefkastenfirmen finden. Insofern würde ich das Argument nicht pass pro toto kaufen. Zum Abschluss zu dem Antrag der CDU. Dem Antrag der CDU werden wir auch zustimmen, gleichwohl Sie, Herr Al-Wazir hat neulich darauf hingewiesen, mit Eigenlob nicht sparen. Aber die grundsätzliche Intention ist zustimmungsfähig. Sie verweisen sehr stark auf, ich bekomme sofort zum Ende, Sie verweisen sehr stark auf, im wahrsten Sinne des Wortes, die international notwendigen Maßnahmen. Da stimmen wir auch mit Ihnen zu. Ob in Hessen alles gut ist, wenn wir diesen Antrag beschließen, da haben wir unsere Zweifel. Und vielleicht zum Abschluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, da gibt es ja, und das ereilt uns dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen, einen Artikel in einer Tageszeitung, wonach wir auch im Landkreis Fulda das eine oder andere Problem haben. Auch dort geht es um Briefkastenfirmen, um Stiftungen, Stiftungsoase Österreich. Kollege Warnecke, ja. Bitte ganz schnell zum Schluss. Ich komme jetzt zum Schluss. Stiftungsoase Österreich sagt dem einen oder anderen vielleicht auch etwas, liegt direkt vor der Tür. Hongkong liegt nicht so direkt vor der Tür, Herr Boddenberg, nicht so ganz direkt neben der Tür. Aber das, was Sie angesprochen haben, ist in der Tat ja das Problem, über das wir geredet haben. Und auch da hätten wir gar kein Problem zu sagen, wenn jemand da strafrechtlich verknackt gehört, gehört er verknackt. So einfach ist das für uns Sozialdemokratinnen. Damit können Sie uns nicht in irgendeiner Form beeindrucken. Ich danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Erfurth, Bündnis 90 Die Grünen.
Vielleicht sollte erst Herr Hahn reden. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach meiner Wahrnehmung kann man mit Fug und Recht behaupten, die Veröffentlichung der Panama Papers durch ein weltweites Rechercheteam ist ein Musterbeispiel für gelungenen Journalismus. Den vielen beteiligten Journalistinnen und Journalisten gebührt unser ausdrücklicher Dank. Und es zeigt sich auch an diesem Punkt, auch in Zeiten von Twitter-Meldungen brauchen wir gründliche Recherche, auch wenn es natürlich nicht immer ein solch gigantischer Aufwand sein muss. Mit der Auswertung der Panama Papers, dem größten Datenleck der Geschichte, da waren mehr als 100 Medienorganisationen rund ein Jahr beschäftigt, und das unter völliger Geheimhaltung. Auch das ist, glaube ich, ein Wert an sich. In Deutschland waren es die Süddeutsche Zeitung, der WDR und der NDR, die daran beteiligt waren. Es waren international prominente Medien aus Großbritannien, aus Frankreich und den USA dabei. Es gab Medienpartner in Kolumbien, Brasilien, Südafrika, Jordanien, dem Senegal, Indien und Japan. Ich finde, ein super Beispiel für eine gelungene internationale Zusammenarbeit, die größten Respekt verdient. Auslöser war eine kurze E-Mail an die Süddeutsche Zeitung. Und am Ende wurde bekannt, dass die in Panama ansässige Kanzlei Mossack Fonseca in den letzten 38 Jahren offenbar so eine Art Fabrik war, in der am Fließband über 200.000 Briefkastenfirmen erstellt wurden. Es wurden mehr als 14.000 Anwälte, Banken und Treuhändler beraten, und 12 amtierende oder ehemalige Staatschefs hatten Verbindungen in diese Kanzlei in Panama. Die Briefkastenfirmen residierten ja auch nicht alle in Panama und residieren auch nicht alle da. Es gibt ganz prominente Standorte, und ich kann allen mal empfehlen, sich auf tagesschau.de dieses hübsche Beispiel anzuschauen, wo denn die Briefkastenfirmen überall sind, in mehr als 20 Ländern dieser Welt, British Virgin Islands, Bahamas, aber auch in Nevada, auf den Seychellen, in Zypern, auf Malta, auf Jersey, insgesamt, wie gesagt, über 20 Ländern. Und so groß dieser Fall auch erscheinen mag, er zeigt auch zweierlei. Es gibt viel kriminelle Energie, Sie haben sie beschrieben, Herr Warnecke, Einkommen und Vermögen der ganz normalen Besteuerung zu entziehen. Da gibt es viel Kreativität und kriminelle Energie. Aber es gibt auch, und das ist die andere, wie ich finde, erfreuliche Seite, es gibt einen zunehmenden öffentlichen Druck, Steuerehrlichkeit zu erzwingen, Steuerehrlichkeit zu haben, und es gibt auch den öffentlichen Druck, darauf hinzuwirken, dass Menschen steuerehrlich werden. Und daran haben sicherlich auch die Veröffentlichungen der Steuer-CDs in der Vergangenheit ihren Anteil. Es galt vor wenigen Jahren noch so als eine Art Kavaliersdelikt, was man so augenzwinkern hingenommen hat. Und der Steuerhinterzieher, der war irgendwie so etwas Besonderes. Er war so besonders schlau. Man hat das nicht so sehr mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Und hier hat sich der Wind gedreht. Das finde ich positiv. Inzwischen werden Steuertricksereien und Steuerbetrügereien als das empfunden, was sie sind, nämlich als verantwortungsloses Handeln gegenüber unserer Gesellschaft, die aus allgemeinen Steuermitteln Leistungen bezahlt für unser aller Wohlstand, für unseren Rechtsstaat. Und ich finde, da hat sich viel, viel verändert, und das ist auch gut so. Wer Steuerhinterziehung mit Briefkastenfirmen betreibt, kann also nicht mehr auf Verständnis hoffen, sondern muss sich durchaus mit öffentlicher Empörung auseinandersetzen, und er muss auch mit Konsequenzen rechnen. Von guten und nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen wird nicht nur erwartet, dass sie sich an Tarifverträge halten, dass sie gute und faire Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen, dass sie auch darauf achten, dass in der Vorlieferkette nichts Unrechtes passiert. Sie müssen aber auch heutzutage Steuern zahlen. Und auch das ist eine gute Entwicklung, und das gilt nicht nur für Deutschland. Das ist auch ein Teil dieser Entwicklung. Schauen wir doch einmal, was bereits passiert ist.
Vor diesem Hintergrund ist es durchaus richtig und wichtig, dass sich einiges in die richtige Richtung bewegt hat. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert ist. Auf der Berliner Steuerkonferenz im Oktober 2014 wurde als neuer Standard der neue automatische Informationsaustausch über Finanzkonten festgelegt. Fast 100 Staaten haben zugesagt, daran mitzuwirken. Das ist ein qualitativer Fortschritt an sich. Noch vor vielen Jahren galt der Informationsaustausch als etwas, was es nie geben kann. Von daher ist das ein Schritt in die richtige Richtung, aber längst nicht genug. Denn Panama, über das wir hier alle reden, macht noch nicht mit. Der Präsident hat jetzt schon einmal zumindest zugesagt, 2018 wolle man auch dabei sein. Das ist eine Ankündigung. Aber da müssen auch die anderen Steueroasen mitziehen, von denen ich eben gesprochen habe. Und das kommt natürlich dazu, der Druck muss bleiben. Der Druck muss bleiben, dass auch tatsächlich etwas passiert und dass Panama und andere bisherige Steueroasen dann auch am Informationsaustausch teilnehmen. Beim Treffen der G20-Staaten wurde angekündigt, wer nicht mitmacht, muss mit Abwehrmaßnahmen, also sprich Sanktionen, rechnen. Auch das ein richtiger Schritt, auch wenn er für meinen Geschmack durchaus schon viel früher hätte passieren können. In unserem Antrag, den wir Ihnen vorgelegt haben, haben wir Ihnen Schritte benannt, die auf internationaler Ebene zu begehen sind. Denn viele überregionale und grenzüberschreitende Mechanismen und weltweit arbeitende Firmen kann man nur dann ins Geflecht der Steuerzahlungen einbinden, wenn man das grenzübergreifend tut. Deshalb brauchen wir ein weltweites Register, damit auch die wirtschaftlich begünstigten Personen hinter den Unternehmenskonstruktionen erkennbar werden und damit auch hier Finanzverwaltungen eingreifen können. Darauf hat Frau Arnold schon hingewiesen. Das Register, das wir auf EU-Ebene beschlossen haben, ist auch sinnvoll, aber auch nur ein erster Schritt, bevor eine internationale Lösung sich durchsetzt. Von daher muss das auch passieren aus unserer Sicht. Die internationalen Einrichtungen wie die EU und die OECD müssen beim Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuerflucht in Zukunft Schlüsselrollen einnehmen. Dazu gehört auch der Aktionsplan der OECD gegen die Aushöhlung der Steuerbasis und die Gewinnverlagerung. Es gibt eine englische Abkürzung, BEPS. Dieser Vertrag oder dieser Aktionsplan muss mit Leben gefüllt werden. Das ist dringend erforderlich. Sie sprachen auch davon, Herr Warnecke, was ist mit den Banken, die so beraten und die eben auch in dieser, ja, ich sag mal, in die Steuerunehrlichkeit hineinberaten? Ja, da gibt es häufig Probleme, dass das Fehlverhalten dieser einzelnen Mitarbeiter von den Banken, das kann man nicht sanktionieren, weil man denen kein persönliches Fehlverhalten nachweisen kann. Da muss etwas passieren, dass eben die Aufsichtsbehörden künftig die Unternehmen selber stärker zur Verantwortung ziehen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt. Und auch hier in Deutschland sollten wir durchaus tätig werden. Wir sollten bei den Verjährungsfristen dafür sorgen, dass Steuerhinterzieher nicht durch das Verschweigen von Auslandsbeziehungen sich künftig Straffreiheit erwirken können. Sprich, also wir müssen die Anlaufhemmungen ausweiten, damit, dann eben auch die damit sich die Steuerhinterzieher nicht in Verjährungsfristen flüchten können. Das sind alles Punkte, an denen wir arbeiten müssen, die wir Ihnen auch in unserem Antrag aufgeschrieben haben und hiermit heute in die Debatte geben. Ich glaube, dass wir da gemeinsam daran arbeiten müssen. Jetzt war ich sozusagen auf der internationalen Ebene, aber es ist ja auch durchaus so, dass wir hier in Hessen und vor Ort handeln müssen und auch bei der Steuergerechtigkeit. Da gilt der alte Satz, wir denken global, aber wir handeln auch lokal. Ich kann mich da dem Dank von Frau Arnold an die hessische Steuerverwaltung nur anschließen. Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht so konsequent arbeiten würden an dem, was sozusagen jeden Tag zu besorgen ist, und da nicht dafür sorgen würden, dass auch jeden Tag Steuern eingenommen werden, dann hätten wir auch diesen Standard nicht. Und die Kolleginnen und Kollegen in der Steuerverwaltung machen da einen verdammt guten Job. Und
Wir sind in Hessen recht gut aufgestellt. Frau Arnold hat darauf hingewiesen, bei den Einkommensmillionären liegt die Prüfdichte in Hessen deutlich über dem Mittelwert in den Bundesländern und auch bei den aufkommensstarken Großbetrieben, also bei den großen Unternehmen und den Banken. Da haben wir gute Werte im Ländervergleich, da haben wir Anschlussprüfungen, und da stehen wir auch, glaube ich, ganz gut da. Ja, das ist auch eine Frage des Risikos. Da haben Sie durchaus recht, Herr van Ooyen. Aber da sind wir gut. Da sind wir gut aufgestellt. Wir prüfen diese großen Unternehmen regelmäßig viel, viel öfter, als in anderen Bundesländern der Fall ist. Und es ist ja durchaus auch Kollegin Erfurt, kommen Sie bitte zum Danke Schluss. Danke Ihnen, Frau Präsidentin. Wir sind ja durchaus gut aufgestellt. Und über das den Fünf-Punkte-Plan der Landesregierung sind ja auch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgebildet wurden, damit wir auch in die Prüfung investieren können. In diesem Sinne kann ich nur sagen, wir alle sollten weiterhin daran arbeiten, dass Steuergerechtigkeit auch ein Thema bleibt und dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass sie auch durchgesetzt wird. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Hahn, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin den Kolleginnen Frau Arnold und Frau Erfurth sehr dankbar, dass Sie dieses Thema ohne den emotionalen ohne das emotionale Beiwerk, ich habe gerade ein Wort gesucht, das noch einigermaßen parlamentarisch ist, ohne dass Sie mit Schaum vor dem Mund hier vorne stehen, vorgetragen haben und entsprechende Lösungsvorschläge unterbreitet haben. Ich sage auch gleich zu Beginn, Sie haben das ja schon an unserem Beifall gemerkt, dass die Fraktion der FDP den Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN unterstützt. Wir finden, dass Sie auf die Vorlage, die die LINKEN uns hier wieder beschert haben, in der angemessenen Art und Weise auch in dem Antrag reagiert haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Freien Demokraten will ich drei wesentliche Punkte an den Anfang stellen. Zum Ersten erwarten wir von Landesregierungen und der Bundesregierung, dass sie den internationalen Kampf gegen Steuerhinterziehung mit allen rechtsstaatlichen Mitteln führt. Zum Zweiten darf dabei in keinster Weise von dem Rechtsstaatsprinzip abgerückt werden. Und drittens, meine sehr verehrten Damen und Herren, man sollte auch so ein Thema nicht mit blindem Aktionismus begegnen. Ja, durch die Panama Papers sind Geflechte von Briefkastenfirmen aufgedeckt worden. Ja, es ist naheliegend, dass bei diesen Konstrukten auch strafbare Handlungen identifiziert werden dürften. Diese gehören im Falle ihres Nachweises konsequent sanktioniert. Ja, für die Freien Demokraten ist es wichtig, dass der Staat die Steuereinnahmen, die er so veranschlagt hat, von den Bürgern und den Unternehmen auch bekommt. Der Staat ist darauf angewiesen. Und wer sich in Deutschland der öffentlichen Infrastruktur bedient und Geld verdient, hat es hier gemäß unserer Rechtsordnung auch zu versteuern. Alles andere ist ein Betrug an der Allgemeinheit. Und ja, je gravierender die strafbare Handlung ist, desto härter müssen die Strafen ausfallen. Aber auch ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das entscheidet nicht die erste Gewalt hier in diesem Hause, das entscheidet auch nicht die zweite Gewalt, sondern es entscheidet die unabhängige dritte Gewalt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir uns auf dieses System einigen, dann wird einiges von den moralischen Worten, die ich eben gerade von Kollegen van Ooyen, aber noch viel mehr, bin überrascht, von Kollegen Warnecke gehört hat, sich doch, um es höflich diplomatisch auszudrücken, stark relativieren. Sie müssen einfach zur Kenntnis nehmen, eine Briefkastenfirma ist per se nicht verwerflich. Und es gibt sogar kluge Gründe, Briefkastenfirmen anzulegen. Eine haben wir in der weltweiten Schifffahrt. Es gibt eine Regel, es gibt eine Üblichkeit, es gibt Usancen, dass viele Schiffe in dieser Welt
unter bestimmten Flaggen fahren, wie es so schön heißt. Auch Panama. Sehr gut, Herr Kollege van Ooyen. Auch Panama. Um in Panama ein entsprechendes Schiff unter Flagge haben zu können, brauchen Sie in Panama eine Firma. So einfach ist das Geschäft. Über dieses Beispiel ist es in mehreren Landtagen jetzt schon diskutiert worden. Und es gibt überhaupt kein Argument, lieber Herr Kollege van Ooyen, das dagegen spricht. Seien Sie doch bitte ein bisschen entspannter. Seien Sie bitte ein bisschen entspannter, aber dann will ich Sie an diesen Punkt schon einbringen. Ich wollte es eigentlich später erst einbringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema Briefkastenfirmen hat den Deutschen Bundestag Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts sehr arg beschäftigt. Und wissen Sie eigentlich wo? Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des Vermögens der SED und des SED-Unrechtsstaates. Da kamen Briefkastenfirmen aber laufenweise vor. Und das sind Ihre Eltern, das sind Ihre parteilichen Eltern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie bigott ist das eigentlich, dass Sie sich jetzt hier herstellen und den Saubermann in Sachen Briefkastenfirmen spielen, obwohl Ihre politischen Ahnen und Mitnamensgeber genau dieses Instrument Tag ein, Tag aus zur Lasten der Bevölkerung genutzt haben. Hören Sie doch auf mit dieser bigotten Argumentation. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in einer Debatte im Landtag in Düsseldorf zu diesem Thema haben Vertreter von Sozialdemokraten und GRÜNEN von einer Beweislastumkehr mit Blick auf strafrechtliche Vorwürfe gesprochen. Das ist so etwas, was ich vorhin gemeint habe, mit dem Abrücken vom Rechtsstaatsprinzip. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden Liberale immer dabei finden, dass wir sagen, die Prinzipien unseres Rechtsstaates gehen vor allem vor. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind der Kitt unserer Gesellschaft. Und jemand ist erst dann schuldig, wenn er mit Beweisen schuldig gesprochen wurde. Vierte Bemerkung. Frau Kollegin Arnold wie auch Frau Kollegin Erfurth haben darauf hingewiesen. Ich will es noch einmal etwas verstärkter tun. Sie stellen das Bild, Herr van Ooyen, als wenn hier alle da sitzen, in dem Schoß die Hände und hoffen, dass alles wieder vorübergeht. Nein, diese Welt ist falsch. Sie haben offensichtlich keinen Kontakt mit Ihren Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament. Wir schon. Insbesondere mit dem Sonderberichterstatter zu den Enthüllungen von LuxLeaks, unserem Freund Theurer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Europaparlament sind Sie gerade in der Endspur, entsprechende Vorschläge zu unterbreiten, die die Probleme, die mit den Enthüllungen von LuxLeaks zu tun hatten, aufgedeckt und damit weiter bearbeitet werden können. Herr Kollege van Ooyen, hören Sie doch einfach einmal zu. Wenn Sie nichts wissen wollen, wenn Sie schon so verbohrt sind, dass Sie alles selber wissen, dann brauchen wir keine Debatte führen. Dann kann hier jeder seinen Kram runtererzählen. Das ist aber unparlamentarisch. Das mag vielleicht früher einmal bei den Briefkastenfirmen der Fall gewesen sein, aber hier in einem frei gewählten Parlament reden wir miteinander. Und deshalb sage ich Ihnen, im Europaparlament ist nicht nur das ältere Thema LuxLeaks aufgearbeitet, sondern es ist bereits Fraktionsbeschlusslagen, dass es einen Untersuchungsausschuss zu genau diesen Themen Panama Papers geben wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was soll Parlament, was soll Politik denn noch mehr machen, als es aufzunehmen? Als ehemaliger, ein weiterer Punkt, Justizminister, bin ich ein bisschen traurig darüber, dass Frau Arnold Sie ausschließlich die Finanzbeamten gelobt haben. Es kam einmal kurz der Staatsanwalt vor, aber die Justizministerin haben Sie dann nicht mehr positiv erwähnt, sondern nur den Finanzminister. Ich sage das sehr bewusst. Und Thomas Schäfer weiß, warum ich das anspreche, weil wir darüber ja vor drei, vier Jahren heftig diskutiert haben, gemeinsam in eine Richtung. Die Erfolge, die die hessische Finanzverwaltung hat, sei ihr nicht nur gegönnt, sie hat sie sich selbst erarbeitet. Sie ist auch unterstützt worden von der damaligen Landesregierung und von der jetzigen. Aber es funktioniert nur, wenn man das System, das wir in Deutschland zu Recht haben, mit der Balance of Power auch einhält. Und da hat die Justiz in den letzten Jahren, Frau Kollegin Kühne-Körmann, auch richtig gute Arbeit geleistet. Man sollte das, wir sollten das nicht unter den Scheffel stellen. Letzte Bemerkung.
Herr Kollege Warnecke, wir können gerne nachher noch einmal, also ich bin kein Kaffeefreund, ich würde dann lieber Tee trinken, aber das ist egal, dann noch einmal diskutieren das Thema Cum-Ex und Dividendenstripping. Das hat nämlich, wenn ich es richtig verstanden habe, miteinander null zu tun. Sie haben das aber eben gerade so dargestellt, dass man es miteinander zu tun hat, so nach dem Motto, das Bild war ja klasse. Deshalb auf den ersten Blick macht es Spaß, nur ist es einfach falsch. Also, Sie haben gesagt, die Unternehmen haben ja gar nicht sich gemeldet, weil sie wurden gar nicht damit konfrontiert, dass mehrfach Dividende abgeholt werden soll. Das hat mit Cum-Ex null zu tun. Bei Cum-Ex geht es ausschließlich darum, dass man Mehrwertsteueroptionen mehrfach zieht. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, merken dann natürlich die betroffenen Unternehmen, die betroffenen Aktiengesellschaften. Übrigens heißt das der Hauptversammlung, aber das ist Kindergarten. Sie haben von Jahreshauptversammlung gesprochen. Das nehme ich also hiermit auch wieder zurück. Das merken die überhaupt nicht. Sondern wir müssen schon genau darauf achten, dass es verschiedene Arten von, ich sage das jetzt mal sehr bewusst, ich glaube, ich werde nicht gerügt, von Beschiss gibt. Cum-Ex ist das eine System. Da soll Mehrwertsteuer mehrfach optiert werden, direkt auf Kosten des Staates. Dividendenstripping ist eine Veranstaltung, wo man unter anderem das Unternehmen, aber teilweise dann auch andere Mitgesellschafter über den Tisch ziehen will. Und das, was wir hier in manchen Fällen offensichtlich haben, ist in Panama und in anderen Ländern. Und man hat schon darauf hingewiesen, das waren sogar Sie gewesen, dass Delaware oder die Kanalinseln auch plastisch dazu gehören und klassisch dazu gehören, dass man den Staat nicht das geben will, was der Staat es ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein bisschen weniger aufgeregt, ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt und dann auch schon feststellen, dass der Staat in Hessen und in Deutschland und in Europa schon vieles getan hat, würde uns allen gut tun. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Es spricht Staatsminister Schäfer. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin den Rednerinnen und Rednern, die vor mir in dieser Debatte gesprochen haben, sehr dankbar, dass es gelungen ist, diese ja auch an vielen Stellen in dieser Gesellschaft durchaus emotional aufgeheizte Diskussion doch weitestgehend auf den sachlichen Grundlagen zu belassen und darüber zu diskutieren. Wir haben natürlich eine Reihe von Sachverhalten und Facetten, die auch in der Diskussion, die Dinge sind ja auch ein Stück komplex, munter durcheinandergehen. Das, was jetzt rund um die Frage der Strukturen, die da in Panama aufgedeckt worden sind, ist dann sicherlich zunächst einmal prinzipiell die Frage zu beantworten, ist das Unterhalten einer Briefkastenfirma per se illegal? Per se nein. Aber das Unterhalten einer Briefkastenfirma löst Fragen auf, nicht mehr und auch nicht weniger. Und vielleicht können wir aufgrund dessen, was wir in den letzten Jahren sowohl auf der Ebene der Steuergesetzgebung – ich komme darauf zurück – als auch bei der Strukturierung und Verbesserung der Arbeit von Betriebsprüfungen und Steuerfahndungen durchaus auch nicht unzufrieden darüber sein, dass offensichtlich von den 200.000 dort über die eine Kanzlei eingerichtete Zahl an Briefkastenfirmen in Anführungsstrichen nur 1.000 aus Deutschland kommen. Da müssen bei den 1.000 etliche zu viel sein, dass daran kein Zweifel besteht. Aber es scheint offenbar so zu sein, dass jedenfalls das Geschäftsmodell Briefkastenfirma in Deutschland nicht sozusagen zum Kernbestand unternehmerischer Tätigkeit gehört. Es gab auch schon einmal andere Zeiten, die wir in unserem Land auch als relativ lange ertragen haben. Sie erinnern sich vielleicht noch, als die kleine Hallig in der Nordsee, Norderfriedrichskoog, ein massenhafter Standort von Firmen, die im wahrsten Sinn des Wortes wahrscheinlich noch nicht einmal einen Briefkasten dort hatten, weil sich diese Hallig nämlich darauf spezialisiert hat, einen Gewerbesteuerhebesatz von null zu erheben. Das haben wir damals einmal gesetzgeberisch vor etlichen Jahren korrigiert. Das ist jetzt ein Mindestgewerbesteuerhebesatz, und seitdem ist die Zahl der Firmen auf dieser Hallig ziemlich drastisch zurückgegangen. Das zeigt aber auch einen Teil der Debatte, meine Damen und Herren. Und da muss man fein differenzieren. Das, was damals die Unternehmen gemacht haben, war legal.
Aber wir müssen gemeinschaftlich in dieser Gesellschaft die Frage diskutieren und beantworten, ist alles, was legal ist, am Ende auch legitim? Denn das, was uns zum Teil an Steuergestaltung begegnet, ist nicht nur gekennzeichnet davon, dass bestimmte ökonomische Sachverhalte so sortiert werden, dass sie für den Berechtigten den größtmöglichen ökonomischen Vorteil generieren, sondern es werden Gestaltungen ausschließlich darum in einer bestimmten Weise gewählt, um steuerliche Sachverhalte auszunutzen. Da gibt es keinen anderen ökonomischen Hintergrund, teilweise erschwert es sogar gesellschaftsrechtliche Geschichten. Ausschließlich steht im Mittelpunkt die Frage der Ausnutzung von steuerlichen Gegebenheiten. Darüber in unserer Gesellschaft eine Diskussion zu führen, scheint mir extrem sinnvoll und notwendig zu sein. Gerade auch in der Frage, was große internationale Konzerne an Gestaltungsmöglichkeiten haben, ausnutzen, die ein deutscher Mittelständler niemals hätte, und am Ende deutsche Steuersubstrat über eine Reihe von Konstruktionen wie Lizenzgestaltungen, Strukturen, die es in Irland leider mit einer viel zu langen Übergangsfrist immer noch gibt, und am Ende zu niedrig besteuerte Gelder über Karibikinseln als Darlehen am Ende bei den Muttergesellschaften in den USA landen. Und ich finde, darüber laut zu diskutieren, ist richtig und auch politisch legitim und ich sage sogar notwendig, denn möglicherweise ist eine Imageverschlechterung der davon betroffenen Unternehmen die sehr viel größere Drohung in der Frage von deren Marktaussichten als manche gesetzgeberische Maßnahme, die unzweifelhaft trotzdem ergriffen werden soll, meine Damen und Herren. Und genau an dieser Linie, legal, aber aus unserer Sicht nicht legitim, bewegt sich die Arbeit von der Gesetzgeber. Wir haben in der letzten Wahlperiode von 2009 bis 2013 allein 27 nationale Gesetzgebungsmaßnahmen gehabt, in denen bis dahin legale, von der Mehrheit im Deutschen Bundestag und Bundesrat aber nicht für legitim gehaltene Gestaltungsmöglichkeiten durch neue Gesetzgebung verschlossen worden sind. In dieser Wahlperiode sind es allein schon 17. Und das wird immer ein Stück Hase- und Igelspiel bleiben, weil natürlich zu einem nicht unerheblichen Teil von Verbänden und Ähnlichem, die in Sonntagsreden der Steuervereinfachung das Wort reden, aber an anderen Stellen ihre Beiträge dazu leisten, dass eben die Lücken gezielt gesucht und gefunden werden, um dann Verkomplizierung erfordern, um die Lücken wieder zu schließen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da haben wir in unserer Gesellschaft auch manche bigotte Diskussion. So, die andere Seite. Ist es Aufgabe des Staates, aller damit beteiligten Behörden, der Finanzverwaltung zuvorderst, aber im Zusammenhang natürlich mit den Strafverfolgungsbehörden in enger Kooperation, und da haben wir vieles gemeinsam in der letzten Legislaturperiode auch hinbekommen und werden das immer weiter optimieren, nämlich dort, wo klar gegen Gesetze verstoßen wird, dies auch aufzudecken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da haben wir in den letzten Jahren relativ viel erreicht. Wir haben in den letzten 10 Jahren die Zahl der Betriebsprüfer in hessischen Finanzämtern um 30% gesteigert, die Zahl der Menschen, die in der Steuerfahndung beschäftigt sind, um fast 25% gesteigert in den letzten 10 Jahren. Und die Mehrerträge, die die Kolleginnen und Kollegen dort erwirtschaften, die sind beträchtlich. Die Betriebsprüfung bringt jedes Jahr so zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro an Mehrerträgen. Im Übrigen nicht parallel zur gesteigerten Zahl der Betriebsprüfung, sondern das wechselt von Jahr zu Jahr, je nachdem, wie die Fälle einsortiert sind, sodass diese Regel mehr Betriebsprüfer gleich mehr Ertrag eine relative Milchmädchenrechnung ist, meine Damen und Herren. Die Steuerfahndung jedes Jahr zwischen 240 Millionen und 1 Milliarde Euro an Mehrerträgen. Das zeigt, das System funktioniert, und diese gerne vertretene These, der Ehrliche sei der Dumme, meine sehr verehrten Damen und Herren, stimmt nicht. Nämlich diejenigen, die dort prüfen, führen zu beträchtlichen Mehrerträgen. Ich habe sie Ihnen eben genannt, meine Damen und Herren. Und ich glaube, wir können auch sehr stolz darauf sein, dass sowohl in der Frage der Gesetzgebungsinitiative hessische Politik sehr oft der Taktgeber war
um entsprechende Schließen von Lücken zu initiieren. Dass Cum-Ex überhaupt zum Gegenstand der Debatte geworden ist, ist der Aufdeckung durch eine hessische Betriebsprüfung und durch eine hessische Gesetzesinitiative meines Vorgängers Karl-Heinz Weimar zu verdanken gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Übrigen geht es bei Cum-Ex nicht um Mehrwertsteuer, sondern um Kapitalertragssteuer. Ja? So, weitere Fragestellung. Das, was jetzt diskutiert wird, das zentrale Register, war bereits Gegenstand einer hessischen Bundesarztinitiative im Jahr 2008, die bedauerlicherweise seinerzeit keine Mehrheit gefunden hat. Die Entwicklung der Zinsschranke um Gestaltungsmöglichkeiten beim Transfer von Zinserträgen ins Ausland ist eine hessische Erfindung. Die Idee, das Gleiche, was im Moment mit Lizenzeinnahmen gemacht wird, ebenfalls durch eine Schranke zu bekämpfen, haben wir im Moment noch keine Mehrheit für. Das ist aber eine hessische Initiative. Das, was dort im Moment in der Gesetzgebung als Reform der Investmentbesteuerung diskutiert wird, ist im Wesentlichen in der hessischen Finanzverwaltung entstanden. Die Initiativen zur Bekämpfung der Red Blocker, also der Hinterziehung bzw. Vermeidung von Grunderwerbsteuer, ist eine hessische Initiative gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das kommt aber auch nicht von ungefähr, weil unsere Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer sehr viel näher an diesen gestaltungsrelevanten Unternehmen dran sind. Stichwort Finanzplatz Frankfurt, als die Betriebsprüfer vieler anderer Bundesländer, die zwar gelegentlich sehr viel öffentlich über ihre Maßnahmen reden, aber in der Praxis weniger bewegen als unsere Leute, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb sage ich ausdrücklich, ich habe nicht nur Anlass, stolz zu sein auf das, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da leisten, sondern dankbar zu sein, in welcher Situation sie jeden Tag dort ihre Arbeit machen, sich zum Teil Heerscharen von gestaltenden und beratenden Berufsträgern gegenüber sitzen, die vermutlich ist ein Vielfaches von dem an Einkommen haben als Sie selbst und Sie trotzdem mit einem Nachdruck und einer Klarheit Ihrer Arbeit nachgehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dabei haben Sie die Unterstützung des ganzen Hauses verdient. Und ich hatte den Eindruck in der Debatte eben, dass Sie das genauso sehen wie ich. Dafür danke ich Ihnen sehr. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Schäfer. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Mir wurde gesagt, dass beide Anträge in den Ausschuss überwiesen werden. So handhaben wir das, geht in den Haushaltsausschuss.